Bestie namens Ordrak. Doch sein schwarzes Herz überlebte Ordraks Tod. Und es schlägt weiter. Ja, und damit herzlich willkommen zu Torchlight 2, einem neuen Let's Play von mir. Was heißt neuen Let's Play? Ist eigentlich nur... Ja, danke. Die Wiederaufbereitung der ersten Folgen, weil, ja, einmal mit Profis aufnehmen, ne? Wer löscht nicht die ersten 40 Minuten der Aufnahme und darf sie damit komplett neu aufnehmen? Genau, das bin ich. Ich hoffe mal, ihr habt gerade eben was verstanden, ansonsten muss ich nachher höher rendern. Ja, Torchlight ist ein verfickt lautes Spiel. Allerdings, wie gesagt, hätte ich es noch leiser gemacht, hätte ihr noch weniger gehört. Auf jeden Fall, ja, ist ein Hack'n'Slay, ist wie Diablo 3 aufgebaut. Die Story ist eher lasch, ist halt ein Hack'n'Slay, ja. Ich versuche, so weit wie möglich, das nachzuspielen, was ich schon gespielt habe. Also auch genauso zu skillen. Man hat hier ganz gewöhnlich die linke Maustaste normaler Angriff, rechte Maustaste ist Special Fähigkeit. Man kann, ne, P war für Begleiter. Ja. Man hat hier seinen Begleiter rumstehen. Ja, so ein paar Noob-Viecher am Anfang. Ja, die Karte kann man umschalten, alles fit und so weiter. Es wird später noch schwerer, deutlich schwerer. Aber wenn ihr weiter schaut, seht ihr das. Ansonsten ja. Momentan dürft ihr wahrscheinlich eine bessere Mikroquali haben als ab Folge 3, weil momentan benutze ich das neue Mikro, was zwischenzeitlich ankam. In den nachfolgenden Videos ab Folge 3 ist wieder das alte, weil... Das dürfte knapp einen Monat her sein, wo ich die alten Folgen aufgenommen habe. Und ja, ne? Man failt halt auch zu gerne. Zwischendurch mal. Ja, wie gesagt, hier sind die verschiedenen Fähigkeiten. Es gibt hier den, ja, nehmen wir jetzt mal Jägerfähigkeitenstamm, dann den Tundra-Fähigkeiten und die Schattenfähigkeiten. Vorerst vielleicht mit das so die Standardfähigkeit zusammen mit Schattensprung. Ich werde sehr viel auf Schattenfähigkeiten spielen, weil, wie gesagt, die... Was heißt, wie gesagt, nee, die... sind darauf ausgelegt, Leben zu absorbieren. Und da wir das Ganze hier... Ja, halt's mal. Da wir das Ganze hier alleine spielen und ohne Begleitung, brauchen wir, relativ viel TP-Absorb. Einfach um...
auf dem Level zu bleiben und auch die höheren Viecher klatschen zu können. Ja, der Stern hier, wie ihr seht, zeigt die nächste Stufe an. Die nächste Quest. War unser Ziel eigentlich noch. Ja, schön, wir haben dich gerettet. Die Hose, komm her. Es gibt Ruhm-Punkte. Die haben wir hier. Wo haben wir die? Charakter. Hier, ist unser Ruhm. Je höher der steigt, also für jede volle Ruhm-Punkte bekommen wir wieder einen Fähigkeitenpunkt pro Stufe. Eben auch einen Fähigkeitenpunkt und 5 Charakterpunkte für Charakterskillung. Ja, halt die Klappe, keine Tipps, danke. Und der war mal aggressiv. Ja, ach so, ich habe die Charakterstelle gar nicht aufgenommen. Wir spielen einen Berserker. Es gibt noch Magier, Mitsternmagier, ist halt typische Mage, macht Schaden ohne Ende, hält nichts aus. Oder hält nur bedingt was aus. Dann hat es noch den Ingenieur. Der ist so der, kann man auf Tank spielen. Oh, ein Zwischenboss. Der hat halt, kann gut auf Tank gespielt werden. Und macht auch sonst relativ viel Schaden. Jede Klasse hat verschiedene. Ja, danke. War schon wieder Level up? Ja, gut. Also, mein Level relativ schnell am Anfang. Ich werde erstmal auf Geschick spielen, weil das sind unsere Crit-Treffer und Crits halten später auch im Leben. Weil pro kritischen Treffer bekommen wir Leben dazu. Ja. Die goldene Truhe haben wir gerade eben von dem Zwischenboss den goldenen Schlüssel aufgesammelt. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, bei kritischen Treffern. Pro kritischer Treffer bekommen wir eine gewisse Anzahl an Leben zurück, was uns hier nur wieder den Arsch rettet. Ja, dann gibt es noch den Blutstern-Magier. Ja, schön, dass Jan gerade eine Runde Black Ops 2 Multiplayer spielt. Vermutlich mit Nico zusammen. Ja. Dann gibt es noch den Schützen oder Vigilant, glaube ich. Der spielt halt mit Pistolen, Gewehren und anderem Zeug. Fernkampfwaffen halt. Habe ich nie gespielt. Also ich habe privat einen Glutsteinmagier. Einen Glutsteinmagier hochgezogen und einen Ingenieur. Lassen sich beide recht angenehm spielen. Berserk habe ich noch nie gespielt vorher. Von daher probiere ich es einfach mal. Ja, klein Umweg laufen. Danke für die Warnung, aber sie kommt zu spät. Dieser Alchemist war bereits hier und ist wieder fort. Und ich konnte ihn mit Mühe und Not davon abhalten, in die Enklave einzudringen. Trotzdem wurden dabei viele Isterianer verwundet. Und inzwischen sind ein paar weitere krank geworden. Wir wissen nicht genau, was die Krankheit verursacht. Nach seinem missglückten Angriff hier zog der Alchemist weiter nach Süden. In die Tempelsteppe. Kurze Zeit später trafen Kommandeurin Vale und ihre Truppen ein und verfolgten ihn in der Hoffnung, weiteren Schaden abzuwenden. Kommandeurin Vale glaubt, der Alchemist könnte den Urquelltempel angreifen, um dort an die Wächterin des Wassers heranzukommen. Was er Niederträchtiges mit ihr vorhat, kann ich nur vermuten. Weder von Vale noch von der Wächterin habe ich etwas gehört. Seht euch im Urquelltempel um und findet heraus, ob die Wächterin des Wassers in Gefahr ist. Auf geht's, dann retten wir mal die alte Troller, dass sie nicht geraped wird von irgendeinem komischen Alchemisten. Ja. Was habt ihr hier zu suchen? Ihr habt eine Quest bekommen. Ja, ganz geil. Die Stimme ist übertrieben nervig mit der Zeit. Ja, Joa, ne? Hier geht's ein bisschen durch. Paar Skelette schnetzeln. Ich werde jetzt auch versuchen, auf direktem Weg zu dem Tempel hinkommen, weil, ich weiß gerade nicht ganz genau, was ich danach noch gemacht habe auf der Originalaufnahme. Heißt, ich habe keinen Bock, Sachen zweimal zu zeigen. Das wäre sehr, sehr ranzig. Aus dem Grund werde ich, wie gesagt, straight zum Tempel durchgehen. Und
sämtliche Zwischenaufgaben weglassen, außer Sachen, von denen ich weiß, dass ich sie nicht gemacht haben kann. Ja, komm, hör auf, dein Scheiß beschwören, Mongo, okay, sterben. Ja, wenig Mana, nix, wenig Mana. Nur zweimal den da und den da. Bisschen langsamer zuschlagen, allerdings generell mehr Schaden. Schon wieder Stich bekommen. Ernsthaft. Sehe ich aus wie scheiß Bilbo Beutlin? Okay, warte mal. Schon so ein bisschen, ne? Oh ja. Rage. Also was die Tastenbelegung angeht, die ist ein bisschen komisch hier, muss ich sagen. Ich glaube, man pottet auf X und Y. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber man gewöhnt sich schnell dran. Man vergisst nur manchmal so, wenn man ein bisschen Panik bekommt, so Panikpotten. Vergisst man es manchmal ein wenig. Heiltränke, yay. Fähigkeiten. So, mit Tab schaltet man um. Hier unten. Und das ist unser Schattenangriff. Oder Wolfschatten, wie das Ding heißt. Und es absorbiert so und so viel Leben von den Viechern, also Schaden, der gemacht wird, wird zu so und so viel Prozent in Leben umgewandelt. Was doch sehr, sehr praktisch ist. Die Gruft müssen wir machen, weil die ist hundertprozentig nicht drauf. Sobald das hier unten voll ist, unser Balken, werden wir, oder machen wir viel mehr Crit-Schaden und schlagen schneller zu, laufen schneller. Machen wir doch glatt. Keine Ahnung was. Wahrscheinlich das übliche reinrennen, den Dungeon clearen, Boss umnieten, Sachen looten. Ein Waffenständer. Wir könnten jetzt so ein bisschen aufs Death gehen und mit Schild spielen und so. Mag ich nicht, macht wenig Sinn. Kein Anspruch, Death. Von daher. Und ihr seht, also, selbst da wir fast noch ein bisschen niedrig sind für die Instanz, das ist für die Instanz, für den Dungeon, der Imitator geht sterben. Wir packen sie relativ gut. Man hat als Berserker weniger Probleme, dass man die Viecher nicht tot bekommt, eher, dass man nicht genug überlebt. Hier gibt es so ein paar Sachen, wo man Flächenschaden aushalten muss. Und das ist so nicht immer der Bringer. Als Bersi. Oh, wenig Mana, scheiße. Jetzt könnte es zum Beispiel eng werden. Und Mana wieder leben. Gib mir Mana. Ja, komm. Ja. Und vom Levelaufstieg gerettet worden. Säuregel, komm her. Ja, jetzt gehen wir nicht auf den Sack, du scheiß Skelett an der Seite da. So. Gepäck ist voll, von daher. Kurz auf meinen schlauen Zettel schauen, der gerade irgendwie weg ist. Da habe ich aufgeschrieben, was ich skillen muss und wie hoch. Damit ich zusammenpasst wieder mit meinem